Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist wieder Samstag. Ich freue mich, mit Ihnen den Wochenrückblick zusammen zu gestalten. Wetter ist heute einigermaßen. Wir haben 19 Grad. Es wird doch heute Nachmittag Gewitter geben und Schauer. Morgen auch Gewitter und Schauer. Wahrscheinlich wieder kühler. In der nächsten Woche soll es aber besser werden. Das ist auch gut so, denn wir brauchen noch ein bisschen Spätsommer. Die Tage waren doch relativ nass die letzten Wochen. Es hat sehr viel geregnet und anders als in Spanien, Griechenland oder Italien, die unter der Hitze leiden und mit ihren vielen Waldbränden zu kämpfen haben. Aber wie gesagt, wir erwarten noch einen hoffentlich angenehmen Spätsommer. Es geht los mit Meldungen aus der Wirtschaftswelt, und zwar der Wohnungskonzern Vonovia verbucht einen Milliardenverlust, meine Damen und Herren. Das heißt, sie haben einen im Vorjahreszeitraum noch einen Gewinn von 1,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Und der Wert des Vermietungsportfolios hat Ende Juni bei rund 88,2 Milliarden Euro gelegen. In 2022 waren es noch 94,7 Milliarden, also einen massiven Verlust. Ich nehme an, dass die Abwertung dadurch zu erklären ist, dass die vielen hunderttausend Wohnungen von Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern eben durch die neue Gesetzgebung des Energiegesetzes, des Gebäudeenergiegesetzes eben doch wahrscheinlich ins Kontor schlägt und massive Investitionen getätigt werden müssen, die natürlich irgendwann von den Mietern bezahlt werden müssen. Was das für die Mieten bedeutet, meine Damen und Herren, können wir jetzt noch nicht sagen, aber ich bin sicher, in den nächsten 10 Jahren wird das drastisch raufgehen durch die Energiesparmaßnahmen, die die Bundesregierung jetzt den Bundesbürgern aufs Auge drückt. Bei allen Erleichterungen, die jetzt, sagen wir, die Änderungen, die erzwungen worden sind, sozusagen doch in das Gesetz eingefügt worden sind. Aber es ist noch nicht durch. Und aus dem Grunde müssen wir abwarten, wie es tatsächlich aussieht, wenn es jetzt, wenn die parlamentarischen Beratungen nach der Sommerpause wieder beginnen, verabschiedet wird. Die Gastwirte fürchten um ihre Existenz. Ja, das ist so, denn Ende des Jahres, meine Damen und Herren, gibt es eine Änderung. In der Corona-Zeit hat der Staat die Mehrwertsteuer auf Leistungen im Gastgewerbe von 19% auf 7% gesenkt. Und das soll wieder Ende des Jahres auslaufen. Das fürchten jetzt viele Gastwirte, dass sie das nicht weitergeben können an ihre Kunden. Sie haben immer noch nicht ihre Umsätze auf das Niveau vor Corona steigern können. Es ist immer noch ein Umsatzverlust über die Gänze der Gaststätten von 14% zu beklagen. Das haben sie noch nicht aufgehört, obwohl natürlich die Gaststätten sich wieder füllen. Aber es gibt natürlich auch einen Fachkräftemangel. Viele Fachkräfte sind abgewandert in der Pandemie, als die Gaststätten doch wochenlang geschlossen waren und kein normaler Betrieb möglich war. In der Pandemie sind dadurch schon 36.000 Restaurants verschwunden und man fürchtet jetzt, wenn die 7% wieder auf 19% erhöht werden, was die Mehrwertsteuer angeht, dass es dann wieder zu weiteren Schließungen kommt von Gaststätten, dann sind wir nochmal 12.000 Gaststätten los. Das ist für unsere Innenstädte und für unser insgesamt öffentliches Leben oder Freizeitleben nicht gut. Die Menschen wollen raus. Sie haben monatelang in ihren Häusern und Wohnungen gesessen in der Pandemie und das soll nicht nochmal passieren. Also ich kann nur bitten, dass die Ampelregierung das ab 01.01.2024 fortsetzt und damit die Gaststätten nicht weiter ins Minus rutschen und wir immer noch oder wieder mal 12.000 Gaststätten verlieren, was befürchtet wird. Ralf Witzel, der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen, beklagt, und das hat er veröffentlicht gestern in den Medien, dass Millionen Überstunden aufgehäuft worden sind in den Behörden des Landes und auch der Kommunen und in NRW. Und es ist so, dass es eine Regelung gibt, dass sie nach 3 Jahren verfallen, wenn der entsprechende Beamte, wenn der entsprechende Bedienstete im öffentlichen Dienst die nicht entsprechend ableisten kann durch Freizeit oder dass sie ausbezahlt werden, wobei aber die Bezahlung mies ist. Die kriegen nur 10 oder 12 Euro, also unter dem Mindestlohn bezahlt für Überstunden. Das geht gar nicht, vor allem wenn die nachts oder im Nachtdienst oder am Wochenende geleistet werden. Und es wird gefordert von der FDP, dass das, was sie mit Schwarz-Gelb vereinbart haben, aber von Schwarz-Grün gestrichen worden ist, fortgesetzt wird, nämlich dass die Lebensarbeitszeitkonten wieder eingeführt werden und die nicht so begrenzt werden, sondern dass man eben das aufbauen kann, beziehungsweise wenn es aufgebaut worden ist, dieses Konto oder gefüllt worden ist, dass man es entsprechend abbauen kann durch Freizeitausgleich und so weiter.
Dahingegen wirft das Land Millionen Corona-Masken in den Müll. Tolle Geschichte. Also 1,2 Millionen FFP3, FFP2-Masken müssen vernichtet werden. 8,7 Millionen Kittel, 600.000 Anzüge und 1,1 Millionen Brillen. Man hat versucht, die an die Hilfsorganisationen, Krankenhäuser und so weiter, Altenheime zu verteilen. Aber es sind 1,1 Millionen oder 1,2 Millionen Masken nicht verteilt werden, oder man konnte sie nicht verteilen, und keiner hat mehr Schutzausrüstung haben wollen, weil natürlich die Krankenhäuser wahrscheinlich genug davon haben. Und die KV Nordrhein hat insgesamt 14 Paletten angenommen, das sind 200.000 Stück, und die werden ausschließlich an die Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung verteilt. Das sind 33 Millionen Euro, meine Damen und Herren. 33 Millionen Euro werden vernichtet, der Steuerzahler bezahlt sie natürlich wieder, ohne zu protestieren, aber so ist es halt. Was macht die Ampel mit der Digitalisierung? In diesem Jahr werden noch 370 Millionen Euro ausgegeben für die Digitalisierung, 377 Millionen Euro für die Digitalisierung. Im nächsten Jahr sollen es, nur das kann ich mir gar nicht vorstellen, nur noch 3,3 Millionen Euro sein. Und Digitalisierung ist ganz wichtig, um die Prozesse zu beschleunigen, um vor allen Dingen auch den Fachkräftemangel abzufedern, der ja auf uns zurollt. Und es werden viele, viele Mitarbeiter den öffentlichen Dienst verlassen. Nachwuchs ist nur spärlich da. Das heißt, die Digitalisierung muss das auffangen, und dann wird da entsprechend gemauert von Seiten des Bundes und der Länder. Und auch die Kommunen sind nicht gerade die schnellsten, was die Prozessverbesserung angeht, der Digitalisierung. Und ich bin da sehr pessimistisch, dass es so auch weitergehen wird. Dazu fehlen noch in Nordrhein-Westfalen Sozialwohnungen. Die Bundesregierung hat ja geplant, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Das ist alles gecancelt. Wir haben nur noch einen kleinen Anteil von Wohnungen. Es sind insgesamt bis Ende 2021 waren es 435.000 Wohnungen, der noch besteht, aber der sinkt weiter, weil seit Jahren eben auch die Wohnungen aus der Sozialbindung fallen. Dadurch werden es jedes Jahr weniger Sozialwohnungen, und der Trend setzt sich ja fort. Neu gebaut wird nicht, weil die Investoren nicht mehr investieren wollen. In Deutschland haben sie auch recht. Der Mietermarkt ist so überreguliert, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht, sich auch nicht im Bereich der Sozialwohnungen zu engagieren. Billiger werden die Wohnungen auch nicht, weil die Inflation hoch ist, die Lieferketten nicht funktionieren, die Fachkräfte nicht da sind, die Genehmigungsverfahren unerträglich sind. Also da wird es auch nicht besser werden. Da kann die Ampel oder die nordrhein-westfälische Regierung beschließen, was sie wollen. Die Märkte sind dazu A, nicht mehr in der Lage, und B, wollen sie auch nicht mehr das, was hier entsprechend gefordert wird von der Politik. Wir haben 1 Million Ukrainer aufgenommen, hunderttausende Syrer und Afghanen und aus welchen Ländern auch immer, die hier zu uns geflüchtet sind. Und auch die brauchen Wohnungen und werden entsprechend untergebracht in Unterkünften, die natürlich auf dem Markt fehlen. Und da gibt es jetzt einen Kampf zwischen denen, die sozusagen sich eine größere Wohnung suchen und umziehen wollen, und denen, die hier untergebracht werden müssen. Land NRW, Lachmeldung, wie ich finde, ist die, sie fördern eine zweite Fahrradprofessur. Was das soll, weiß ich nicht. Also ein Professor oder eine Professorin soll den Fahrradverkehr analysieren. Das haben schon genug andere gemacht. Und vielleicht ein Studium, das 6 Semester dauern wird, daraus generieren. Keine Ahnung. Und das soll jetzt passieren an der Bergischen Universität Wuppertal. Eine von 7 Hochschulen in Deutschland, die eine Stiftungsprofessur Radverkehr haben. Und der soll jetzt entsprechend gucken, wie man noch mehr Fahrräder auf die Straße bringt. Meine Damen und Herren, Fahrradfahren ist kein Mobilitätszuwachs, sondern es ist nur eine Verschiebung des Freizeitverkehrs auf das Fahrrad, denn das Fahrrad wird überwiegend im Freizeitbereich genutzt. Schauen Sie mal morgens auf den Berufsverkehr, wenn Sie zu Ihren Büros oder in Ihre entsprechenden Arbeitsstätten fahren, wie viele Fahrradfahrer im Anzug oder mit einer Aktentasche dort über die Straßen radeln, um ins Büro zu fahren. Das können Sie in einer Hand abzählen. Die Bundeswehr hat große Probleme, Nachwuchs zu bekommen. Kein Wunder, in Zeiten des Ukraine-Krieges. Niemand möchte jetzt in eine Bundeswehr oder eine Militärsituation oder Einrichtung einziehen, wenn Krieg droht, auch wenn das über die NATO nicht ganz so aktuell ist. Aber wer weiß das, was passiert noch, was Putin uns noch androht oder machen will. Er möchte mit allen Mitteln die Ukraine zerstören und einverleiben. Das ist sein Kriegsziel, dafür opfert er auch sein Land und zerstört es auch in großen Teilen, aber das ist ihm auch völlig egal, er möchte den Krieg gewinnen, und deswegen ist die Anzahl der Bewerber um 7% gesunken. Es sind nur noch 23.414 Bewerber, die zur Bundeswehr wollen. So, es gibt ein Mautdebakel
Herr Scheuer hat ja das entsprechende Mautgesetz durchgesetzt und unterschrieben, bevor der EU oder der EU-Gerichtshof das entschieden hat. Und die haben gesagt, nein, das ist nicht mit EU-Recht vereinbar, dass deutsche Autofahrer über Steuern entlastet werden und ausländische Autofahrer bezahlen müssen. Wir zahlen in Frankreich, Spanien und Italien schön unsere teure Maut für die tollen Autobahnen. Hier ist das nicht möglich, weil die Gesetzgebung das entsprechend ungeschickt angestellt hat und sich nicht mit den europäischen Richtlinien entsprechend abgestimmt hat. 243 Millionen Euro zahlt der Steuerzahler. Man darf aber nicht vergessen, der Steuer ist nicht alleine schuld. Es war auch die CSU, die richtig Druck gemacht hat, damit die Maut in Wahlkampfzeiten auch durchgedrückt wurde. Ist gescheitert, das Projekt, und jetzt ist der Steuerzahler am Zuge. Leerstellen. Man denkt immer, dass die gesucht werden, dass es keine gibt. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Leerstellen gibt es noch genug, und zwar in allen Betrieben, überwiegend natürlich im Handwerk. Aber Handwerk will ja auch keiner mehr, weil es ja Arbeit ist und vielleicht ein bisschen schmutzig sein kann. Das passt den vielen jungen Leuten nicht. Sie möchten lieber was am Computer machen, in Sachen Medien oder in Sachen YouTube oder sonst was. Die Ausbildungsvergütungen sind mindestens 620 Euro laut IHK. Ein Florist oder Floristin bekommt 800 Millionen, 800 Euro, und ein Chemikant bekommt 1125, und im ersten Ausbildungsjahr für Hotel- und Gaststättengewerbe sind es eben, wie ich sagte, 1100 Euro für einen Lehrling, gar nicht schlecht im ersten Lehrjahr. Die Arbeitslosenquote steigt auf 10,9%. Das ist im Ruhrgebiet natürlich am höchsten. Da liegen wir bei 10,1%, im Rheinland 7,1% und im Münsterland 4,6%. Das wird darauf zurückgeführt, dass eben die Wirtschaft etwas schwächelt und Arbeitgeber nicht mehr so gerne einstellen, weil ihnen das Geld fehlt, aufgrund sinkender Aufträge und sinkender Umsätze und sinkender und steigender Anforderungen, was die Energiepolitik betrifft. Also auch die Strompreise schlagen wir ins Kontor. Wir haben mit die höchsten in Europa, und die sinken auch nicht, und das belastet natürlich die Firmen massiv. Dafür hat Rheinstahl Düsseldorf den Rücken gekehrt und ihnen die kalte Schulter gezeigt, weil dort die Gutmenschen in der Politik gesagt haben, obwohl ja Rheinstahl eine Düsseldorfer Firma ist, die schon seit vielen, vielen Jahren dort tätig ist und auch Gewerbesteuer zahlt: Nee, wir wollen nicht, dass ihr dort für den Tarnkappenbomber F-35 Teile herstellt. Das ist uns nicht geheuer. Wir sind ja gegen Krieg. Jawohl, wunderbar. Dann hat Rheinstahl gesagt: Ja gut, dann gehen wir nach Weeze. Die bieten uns was Schönes an. Wir sind auf dem Flughafen von Weeze und bauen dann in den nächsten Jahren aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen neue Flugzeugteile für den F-35, die ja in größerer Zahl bestellt werden sollen oder bestellt worden sind. Spritpreise gehen durch die Decke. Ja, das ist so, meine Damen und Herren. Wir zahlen mit die höchsten in Europa. Liegt aber daran, dass die OPEC und OPEC-Plus-Länder die Förderung gesenkt haben, damit sie mehr Kohle machen können. Das liegt daran, dass die Zinsen hochgegangen sind. Das liegt daran, dass der Ukraine-Krieg die Preise hochgetrieben hat. Also, wir zahlen viel zu viel. Aber natürlich kommt auch die Urlaubszeit dazu, die auch die Preise durch die Decke gehen lässt. Und das merkt man ja bei jedem Tanken an der Tankstelle. Was macht die Agentur Fitch? Fitch ist eine Ratingagentur, die sich jetzt die Zahlen von den USA angeguckt haben. Die haben gesagt, ihr seid zu 118% des BIPs verschuldet. Das heißt, 118% des BIPs sind Schulden. Das sind Billionen Dollar, die dort an Schulden aufgehäuft worden sind. Und auch der Krieg zwischen Demokraten und Republikanern um den Haushalt des nächsten Jahres, der ja in letzter Sekunde erst beschlossen worden ist, bevor die öffentlichen Behörden geschlossen hätten werden müssen. Also das heißt, Amerika hat nur noch AA Plus und nicht mehr Triple A. Das bedeutet, dass die Zinsen teurer werden für die USA und auch die Kreditzinsen für die Firmen entsprechend steigen werden aufgrund der Schwächung. Deutschland hat noch Triple A, weil wir nur zu 60% unseres BIPs verschuldet sind. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. So, was macht das Bürgergeld? Madame Meloni in Italien hat das eiskalt durchgesetzt. Sie hat allen Bürgergeldempfängern in Italien eine SMS geschickt: Gibt keine Kohle mehr, ihr müsst arbeiten, ihr tut nichts, ihr seid arbeitsfähig, ihr dürft nicht nur rumsitzen, zu Hause Fernsehen gucken und für den Staat nichts machen. Also, ihr müsst jetzt was tun. Entscheidung, die auch Herr Carsten Lindemann von der CDU einfordert. Er sagt, wer vom Staat Geld bekommt, muss auch eine Gegenleistung erbringen in Form von Arbeit. Es gibt genug Arbeit im kommunalen Bereich, es gibt genug Arbeit bei den Firmen, die sich entsprechend dort helfen lassen können, dürften. Und insofern ist das eine gute Forderung. Ob sie
durchkommt, wie in Italien. Das ist ja das Modell, was man nicht kopieren muss, aber dass die Bürgergeldempfänger, die arbeitsfähig sind, es sind 5,5 Millionen, davon 4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die pro Monat einen Haufen Geld beziehen. Miete müssen nicht bezahlt werden, Energiekosten müssen nicht bezahlt werden, man kriegt Möbel, Laptops, Handys, alles geschenkt, mehr oder weniger vom Steuerzahler. Und dazu noch die nicht ganz schlechten Bürgergeldzahlungen. Also es sind ein paar tausend Euro, wenn sie Kinder haben und entsprechend nicht arbeiten müssen dafür. Also das sagt Herr Lindemann, der neue Generalsekretär, auch und fordert das. Aber ich bin sicher, die Ampel wird das natürlich nicht machen, weil sie meinen, Wähler zu verlieren, wenn sie das tun. Ich glaube, der, der es durchsetzt, wird Wähler gewinnen. Und das darf nicht immer nur die AfD sein, die das fordert. Was macht die K-Frage, die Kanzlerfrage? Es ist so, dass Herr Merz natürlich es schwer hat, gegen die Medien anzukämpfen. Er ist so etwas ungeschickt, was seine Äußerungen angeht. Aber wenn, auch wenn er geschickt wäre und der Beste wäre, würde er von den Medien kritisiert werden. Und genauso wie das in anderen Kandidaten und Kanzlern der CDU in den letzten Jahrzehnten gegangen ist. Die linken, grünen Medien mögen keine Kanzler der CDU, außer Frau Merkel, die linksgrün war und dadurch das Wohlgefallen der Medien erhalten hat. Wie ist die Zahl? 38% der Wähler sind für Söder und 20% für Merz. Also da gibt es eine Menge zu tun. Bin gespannt, wie das Rennen ausgeht. Zwei Meldungen noch aus Essen. Die Clan-Tumulte, die uns ja im Juni beglückt haben durch den Krieg zwischen den Kurden und den Libanesen, die ihre Clans hier aufgebaut haben und ihre Geschäfte machen, natürlich keine legalen Geschäfte, sondern krumme Geschäfte, Prostitution, Geldwäsche, Drogenhandel und was noch das Strafgesetzbuch so hergibt. Und es gab eben doch Verletzte, insgesamt 10 Verletzte. Es waren 400 Polizisten, die vor Ort waren, um die Tumulte auf dem auf dem Salzmarkt zu unterbinden. Und es gibt entsprechende strafrechtlichen Ermittlungen, aber noch kein Urteil ist gefällt worden. Das wurde von der FDP aufgedeckt. Herr Kufen als Oberbürgermeister hat das also negiert und kleingeredet. Denn in einem Interview der FAZ hat er gemeint, das wäre nur ein Geplänkel gewesen. Man hätte sich da mehr oder weniger unterhalten. Auch das ist natürlich völliger Blödsinn. Es war eine Schlacht zwischen zwei mächtigen Clans, die eben wissen wollen, wer hat hier die Hosen an und wer kann die entsprechenden kriminellen Geschäfte führen und gibt es eben entsprechende Abstimmungsprobleme, sage ich mal vorsichtig. Gute Nachricht auch von der Polizei oder von NRW. NRW plant insgesamt 420 neue Stellen für Polizisten. Das ist wunderbar. Wir liegen halbwegs im Plan. Aber wann die kommen, weiß noch keiner. Ob es auch Bewerber gibt, wissen wir auch nicht. Auch das ist entsprechend schwierig. Dann noch eine Meldung, die reingekommen ist über Infineon. Infineon ist ja ein Halbleiterhersteller, der sehr erfolgreich ist am Markt einer Siemens-Abspaltung. Und sie haben jetzt entsprechend mehr Gewinne gemacht, mehr deutliche Umsatzsteigerungen bekommen, 13% gegenüber dem letzten Jahr. Und sie haben 4,1 Milliarden Euro Gewinn erzielt oder einen Umsatz erzielt bei einem Gewinn von 831 Millionen Euro. Und das Entscheidende, was ich Ihnen mitteilen wollte, ist, sie investieren zwar in Dresden 5 Milliarden Euro, die wahrscheinlich vom Staat kommen durch Zuschüsse, aber sie investieren mindestens 5 Milliarden Euro auch in Malaysia, ihrem zweiten Auslandsstandort, und in Österreich haben sie noch einen dritten, an dem produziert wird. Das heißt, die Deindustrialisierung geht weiter voran, weil die großen Firmen sagen, was sollen wir hier in Deutschland investieren? Besser ist es in ausländischen, nicht-europäischen Ländern, wo wir besser behandelt werden. Ganz kurz noch eine Meldung aus Essen. Ab Montag wird die Südstrecke nicht mehr mit Bussen befahren. Das ist die Linie U11, 107 und 108, die dann zur Messe und nach Bredeney fahren. Bis jetzt machen das Busse und das hat nicht gut geklappt, weil die Busse zu voll waren, zu unpünktlich waren. Das wurde scharf kritisiert. Die Umbauarbeiten an den U-Bahn-Haltestellen sind jetzt abgeschlossen. Die Barrierefreiheit ist erzielt. Also ich wiederhole mich, ab Montag, den 7. August, fahren die Straßenbahnen wieder wie bisher zur Messe und nach Bredeney. Und das ist auch gut so. Vielen Dank, das war's. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es soll also ab Mittag heute regnen. Es soll auch Gewitter geben noch. Alles das wird auf uns zurollen. Aber ich verspreche Ihnen auch, dass wir einen schönen Spätsommer bekommen werden und die Regengüsse in der nächsten Woche nachlassen werden. Alles Gute, schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Tschüss.